Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Multipla Garage. Ihr wolltet mal wieder, beziehungsweise einer von euch hat geschrieben, ein Video sehen zu wollen bezüglich Giallo Chick. Er lief ja beim letzten Mal im Sommer nicht. Gucken wir mal. Ich habe nämlich die Batterieklemme neu gemacht. Und an der Batterieklemme wird es wohl gelegen haben, dass er so Spannungsprobleme gehabt haben wird. Ich wollte eigentlich was zum Batterietesten mitnehmen. Also nicht zum Batterietesten, sondern zum Spannung der Lichtmaschinen testen. Aber ich habe sie da liegen lassen zu Hause. Wir fahren gerade mal nach hinten. Ich hoffe, er geht nicht wieder beim Einschlagen aus. Dann haben wir nämlich ein Problem hier. Ich bin heute alleine hier. Da kann nichts und niemand schieben. Braucht noch gar nicht so durch diesen Schlamm hier zu heizen. Ja, sieht schon nicht so gut aus, ne? Wir fahren gerade hinten vor die Halle. Ich wollte ihn nämlich jetzt nochmal beim Tageslicht sehen. Und dann auch nochmal Luft auf die Reifen machen, wenn es geht. Weil der nämlich schon fast bald zum TÜV muss. Selbstverständlich lassen wir ihn auch ordentlich warm laufen. Aber das ist mal wieder eine Pracht, dieses Ding. Wir gehen mal gerade so ein bisschen durch den Schlamm hier weg, damit wir das Auto mal vom Ganzen sehen. Boah, ist auch richtig Pampe hier. Da. Ist das ein geiles Teil. Heute haben wir einen Vorteil, es regnet ein bisschen. Das heißt, der ganze Standdreck wird da jetzt auch endlich mal von abgehen. Er hat auch beim letzten Mal, er lief nämlich schon mal eine Stunde, als ich die Batterieklemme gemacht habe, hat er auch keine Mucken gemacht. Wobei ich halt sagen muss, da habe ich ihn auch nicht wirklich bewegt. Da habe ich ihn nur laufen lassen und bin vor und zurück gefahren. Hier sieht man jetzt gerade mal, wie lange er dann wirklich stand, dass hier schon Spinnweben in den Rädern sind, in den Felgen. Die Achse ist absolut gerade auf beiden Seiten, das haben wir beim letzten Mal schon aus größerer Entfernung betrachtet, also wirklich kerzengerade. Und ich freue mich ehrlich gesagt, dass ich dieses Ding eventuell jetzt ja schon bald fahren kann. Unsere Vermutung war ja immer gewesen, dass der Motor ausgeht aufgrund der Lambda-Sonde und dass die Lambda-Sonde halt einfach zu wenig Spannung bekommt, weil die Lichtmaschine kaputt war, so weit dachten wir zumindest. Ich stelle euch mal vor, es liegt nur daran, weil die Batterieklemme einfach seltenst Kontakt hatte. Man konnte das, ich muss jetzt gerade mal mit meinen schlammigen Schuhen hier mal einsteigen. Das hier muss man sowieso mal ordentlich sauber machen. Ich glaube, hier muss ich mich nicht so wirklich drum kümmern. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier so durchrutsche. Er hatte mal, jetzt geht jetzt glaube ich nicht mit der Tür, ne? Nee. Oh. Übrigens, das hier ist die Position vom Mittelsitz im Multi. Wenn man jetzt hier so fährt, ne? Für die, die es nicht wissen. Er hatte immer angezeigt, wenn man hier auf Trip gegangen ist, da hat er immer, ja, jetzt funktioniert es. Sonst hat er immer 99 Liter angezeigt, also 99,9. Habe ich gerade schon was festgestellt, und zwar, ich gebe noch mal ganz leicht Gas. Vorführeffekt. Ich gebe noch mal leicht Gas. Okay, alles Vorführeffekte heute. Eben gerade da. Ich mache nichts. Da. Er sackt ziemlich ab mit der Drehzahl. Oh, diese scheiß Tür. Ah ja, seht ihr? 2 Liter. Das ist schon wieder ein bisschen zu mager. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal vorne wieder zum Versteck zurück, bevor wir hier wieder dieses Servo-Problem bekommen. Glück haben wir heute, wir haben eine volle Batterie bei. Das heißt, wenn er uns ausgehen sollte, kriegen wir ihn auf jeden Fall wieder an. Aber genau, dann war es auf jeden Fall zu wenig. Also er zeigt 2 Liter jetzt an. Das kann nicht sein. Es müssten auf jeden Fall 8, 9 oder 10 sein, wenn wir jetzt hier gerade stehen. Problem ist jetzt, hier stehen natürlich überall Anhänger. Das heißt, wir kommen da auch gar nicht mehr rein. Von hinten. Das heißt, wir müssen rückwärts fahren mit eingeschlagener Lenkung. Okay, er wird 100% wieder ausgehen. Das heißt, die Fehlersuche geht doch noch weiter. Ich will die Kupplung gar nicht treten, oder? Er bleibt an, weil ich so langsam bedient habe. So, ich mache mal nichts. Ihr seht's. Nicht in diese Scheiße da, ey. Ungünstig. Schade eigentlich. Also beim letzten Mal dachte ich mir so, nachdem man eine Stunde lief, geil. Motorgetriebe gut. Aber auch ein Multikai kann sich mal täuschen.
Aber jetzt spinnt er gerade überhaupt nicht mehr rum. Ich hätte es auf jeden Fall noch richtig in Erinnerung gehabt, dass irgendwas mit dieser Anzeige hier, das hat mich, glaube ich, gerade noch mal gerettet, bevor ich jetzt gesagt habe, komm, wir fahren damit in den Straßenverkehr mal, dass diese 2 Liter da standen. Ich wusste irgendwie entweder zu viel oder zu wenig. Demnach zu wenig. So, Spiegel an Spiegel. Den Spruch kennt er noch, ne? Bevor uns das Kupplungsseil gerissen war. Aber mit dem hier reißt uns das nicht, weil die Kupplung ist nämlich absolut smooth. Trotzdem machen wir Reifendruck drauf, ehe die Reifen in den Arsch gehen. Machen wir mal 2, uiuiui. Fast das Telefon gedroppt. Machen wir mal 2,5 drauf. Da ist sogar so ein Gerät für angeschafft. Gerade mal gucken, ob wir Verlängerungskabel brauchen. Dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zusehen. Schreibt es gerne jederzeit in die Kommentare, was ihr als nächstes für ein Video sehen wollt, zu welchem Auto. Dann wünsche ich wieder eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.